Wie stark müsst ihr eigentlich einen Football kicken, damit ihr ihn aus dem Schwerefeld der Erde kicken könntet? Um eure Fragen zu klären, gibt es die drei sogenannten kosmischen Geschwindigkeiten. Die gehen wir mal gemeinsam durch. Jawohl. Fangen wir mit der ersten kosmischen Geschwindigkeit an. Das ist die sogenannte Kreisbahngeschwindigkeit. Soll ein Objekt ohne Antrieb auf einer Kreisbahn um einen Planeten fliegen, dann braucht es mindestens die Kreisbahngeschwindigkeit, um nicht auf den Planeten zurückzufallen. Die Kreisbahngeschwindigkeit ist also die Geschwindigkeit, damit ein antriebsloses Objekt auf der Kreisbahn mit Radius R um den Planeten kreist und nicht auf diesen fällt. Leiten wir uns mal die Formel dazu her. Soll unser Objekt auf einer Kreisbahn fliegen, dann muss die nach außen drückende Zentripetalkraft Fz genauso groß sein wie die nach innen ziehende Gravitationskraft Fg. Die müssen sich genau aufheben. Das schreiben wir also einfach mal auf. Fz muss gleich Fg sein. Da setzen wir jetzt jeweils die Formeln dafür ein. Könnt ihr nochmal schnell in der Formelsammlung oder Google nachgucken, wenn ihr uns nicht glaubt. Kurz zur Erinnerung, trotzdem, groß G ist die Newtonsche Gravitationskonstante. Wird auch oft mit Gamma geschrieben, dadurch dann nicht verwehren lassen. Sehen wir gleich nochmal ein Beispiel. In unserer Gleichung streichen sich jeweils ein R und die Masse des Objektes raus. Dann ziehen wir noch die Wurzel und kommen auf, die Kreisbahngeschwindigkeit V Kreis ist die Wurzel aus der Newtonschen Gravitationskonstanten mal die Masse des Planeten durch den Radius. Die Formel merkt ihr euch einfach, dann könnt ihr perfekt die erste kosmische Geschwindigkeit berechnen. Und genau das machen wir jetzt auch in einem Beispiel. Wir wollen die Kreisbahngeschwindigkeit direkt über der Erdoberfläche berechnen. Wir wissen, die Erde hat so grob einen Radius von 6380 Kilometern und eine Masse von 5,974 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Und die Newtonsche Gravitationskonstante groß G ist gegeben durch 6,67 mal 10 hoch minus 11. Unsere Formel kennen wir ja jetzt. Und da setzen wir einfach alle Werte ein. Achtet dabei wie immer auf die Einheiten, zum Beispiel ist der Radius in Kilometern gegeben, das müsst ihr dann natürlich in Metern umrechnen. Wenn man das in den Taschenrechner klatscht, kommt raus 7902,8 Meter pro Sekunde. Also ca. 7,9 Kilometer pro Sekunde. So schnell müssten wir sein, um in Erdradius um die Erde zu kreisen. Kommen wir zur zweiten kosmischen Geschwindigkeit, der Fluchtgeschwindigkeit. Die beschreibt, mit welcher Geschwindigkeit ein Objekt ohne Antrieb starten müsste, damit es das Gravitationsfeld eines Planeten vollständig verlässt. Also daraus flüchtet. Zum Mitschreiben, die Startgeschwindigkeit eines antriebslosen Objektes, um das Schwerefeld eines Planeten vollständig zu verlassen. Die Flugbahn sieht dann so parabelförmig aus. Die Formel für die Fluchtgeschwindigkeit können wir auch wieder herleiten. Um aus dem Schwerefeld zu flüchten, muss die kinetische Energie des Objektes gleich groß sein wie die Bindungsenergie des Schwerefeldes des Planeten. Wir wollen ja das Schwerefeld überwinden. Die kinetische Energie ist 1/2 mal m mal v². Die Bindungsenergie des Schwerefeldes des Planeten ist das hier. Könnt ihr auch wieder irgendwo nachschlagen, falls ihr Bock habt. Kürzen wir wieder m-Objekt raus und stellen nach v um. Rechnen also mal 2 und ziehen die Wurzel. Dann kommt das hier raus. Drückt ruhig Pause und macht euch das erstmal in Ruhe klar. Alles verstanden? Dann weiter. Jetzt guckt euch mal den Teil hier genau an. Das ist doch gerade unsere Kreisgeschwindigkeit von eben. Die Fluchtgeschwindigkeit ist also die Wurzel aus 2 mal die Kreisgeschwindigkeit. Einfach zu merken, oder? Rechnen wir das auch wieder für die Erde durch. Wie schnell müsste unser Football sein, damit er aus dem Schwerefeld der Erde fliegt? Wir haben ja vorhin schon die Kreisbahngeschwindigkeit ausgerechnet. Jetzt sind wir mal faul und nehmen die einfach mal Wurzel 2. Das sind dann ca. 11.176 Meter durch Sekunde. Oder ca. 11,176 Kilometer pro Sekunde. So schnell müsste also der Football sein, damit er das Schwerefeld der Erde überwindet. Fehlt noch die dritte kosmische Geschwindigkeit. Die beschreibt, wie schnell ein Objekt ohne Antrieb auf einem Planeten starten muss, um das Schwerefeld seines Sternensystems zu verlassen. Wir nennen sie deshalb einfach mal Flucht aus dem Sternsystem, Geschwindigkeit. Bei uns wäre es dann das Schwerefeld der Sonne. Und dann versuchen wir eben aus dem Schwerefeld der Sonne zu fliehen. Das Coole, es gilt die Formel hier, die ganz normale Formel für die Fluchtgeschwindigkeit. Nur eben von einem Stern aus. Deswegen halt anstatt die Masse vom Planeten hier die Masse des Sterns. Wir müssen nur zwei Dinge beachten. Dazu guckt doch mal hier in die Skizze.
Wir starten ja nicht direkt von dem Stern aus, sondern in einer gewissen Entfernung. Hier in der Skizze zum Beispiel von der Erde. Unser Radius wächst also. Wir sind ja schon weiter vom Massezentrum der Sonne entfernt. Deswegen aufpassen, was ihr in die Formel einsetzt. Wenn man von einem Planeten startet, der halt schon weiter weg ist, müsst ihr beim Radius noch diese Entfernung zum Stern draufrechnen. Außerdem noch beachten, eventuell habt ihr vom Startplaneten aus schon eine relative Geschwindigkeit zum Stern. Die müssen wir danach noch abziehen. Brauchen wir ja dann nicht mehr aufwenden, wenn wir mit der schon starten. Am besten seht ihr das aber im Beispiel. Wir schießen eine Rakete von der Erde aus dem Schwerefeld der Sonne. Die Entfernung von Erde und Sonne beträgt 149 Millionen Kilometer, also 149 mal 10 hoch 9 Meter. Wir wissen außerdem, der Radius von der Sonne sind 696 mal 10 hoch 6 Meter. Jetzt kommt das, was wir vorhin schon gesagt haben, was wichtig ist. Unser Gesamtradius, mit dem wir dann rechnen, ist dann der Radius von der Sonne plus die Entfernung von Erde und Sonne. Wir starten die Rakete ja von der Erde aus, nicht von der Oberfläche der Sonne. Das klatschen wir jetzt alles in die Fluchtgeschwindigkeitsformel ein. Die 1,99 mal 10 hoch 30 sind dabei die Masse von der Sonne. Das ist dann immer in der Aufgabe gegeben. Das rechnen wir dann aus und bekommen, je nachdem wie ihr rundet, 42.111 Meter durch Sekunde. Das wäre jetzt die Fluchtgeschwindigkeit, wenn unsere Erde die ganze Zeit am selben Fleck wäre. Aber die Erde bewegt sich ja relativ zur Sonne. Und zwar mit 29.780 Metern pro Sekunde. Diese relative Geschwindigkeit ziehen wir jetzt noch vom Ergebnis ab, die müssen wir ja dann immerhin nicht mehr aufbringen. Dann reichen uns theoretisch 12,3 Kilometer pro Sekunde, um das Schwerefeld der Sonne zu verlassen. Fassen wir noch kurz zusammen, was ihr euch merken müsst. Die erste kosmische Geschwindigkeit oder Kreisbahngeschwindigkeit beschreibt, wie schnell ein Objekt sein muss, um einen Planeten auf einer Kreisbahn mit dem Radius R zu umkreisen. Die zweite oder Fluchtgeschwindigkeit beschreibt die Startgeschwindigkeit eines antriebslosen Objektes, um aus dem Schwerefeld des Planeten zu flüchten. Und als letzte bleibt die dritte kosmische Geschwindigkeit. Sie beschreibt, wie schnell ein Objekt einen Planeten verlassen muss, um aus dem Schwerefeld des dazugehörigen Sterns zu flüchten. Letzter Zusatz, bevor einer gerade in den Comments ausrastet, das sind natürlich alles theoretische Überlegungen. In Wahrheit muss man auch noch die Atmosphäre, Reibung, Gravitation von anderen Planeten und tausend anderen Scheiß beachten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gefällt euch 100% auch unsere Reihe zur speziellen Relativitätstheorie. Hier geht's zum ersten Video, in dem wir erklären, was relativ überhaupt bedeutet. Ansonsten wie immer alle Videowünsche in die Comments, haut's rein und macht's gut, ihr geilen Säcke, bis dann und ciao.